Bist du's, Jade? Nein. Wir haben gerade eine M-Disk bekommen. Vielleicht noch einen Job für Jade Reporting und Company. Wenn du sie direkt einlegst, könnte ich versuchen, diesen Decoder einzustellen, dass eine Meister nicht gehorchen will. So, dann nehmen wir mal die Disk. Perfekt, ich hab's gescannt. So, was haben wir denn da? Spiel speichern. Okay. Jo, warte mal. Da ist er. Hau mal rein. Wir machen erstmal Spiel speichern. Da ich doch erstmal gerne speichern würde, das Spiel. Da. Und nochmal. Ah, ne, doch nicht. Okay, und jetzt die Mission. Hallo, Miss Jade. Ich bin im Auftrag von Mr. de Castellac hier. Okay. Der Krieg ist eine Katastrophe für uns alle. Mr. de Castellac möchte Ihnen einen sehr delikaten Auftrag erteilen. Na nun. Sollten Sie annehmen, machen Sie sich bitte so schnell wie möglich auf den Weg zur alten Mine auf der Schwarzen Insel auf der anderen Seite der Stadt. Da er sich des damit verbundenen enormen Risikos bewusst ist, wird Mr. de Castellac Sie großzügig belohnen. Bis bald. Na, wenn das hier heftig ist. Kennst du diesen de Castellac-Typen? Geh nicht dorthin, Jade. Es riecht nach einer Falle. Bist du loco? Wir brauchen Dineros, um uns vor diesen stinkigen Doms zu schützen. Keine Sorge, Paige. Wenn du nicht willst, gehe ich allein. Genau. Nein, es ist... Okay, wir gehen zusammen. Aber ich bleibe in deiner Nähe, ob es dir passt oder nicht. Sekundo, check den Computer und zieh die Informationen runter. Dann kannst du dir es ansehen, Jade. Und ich werde versuchen, das verdammte Hovercraft wieder ans Laufen zu bringen. Wenn ihr mich nicht hättet, würde ihr alles auseinanderfallen. Kein Kommentar. Es funktioniert. Wir sind wieder mit dem Rest von El Mundo verbunden. Die Kacke hier. Gib mir eh schon die ganze Zeit auf den Sack. So, dann wollen wir mal den neues Ziel abfragen. Oh, okay. Schwarze Insel. Hovercraft. Was ist das? Gute Arbeit. Aha. Und das ist Wetten zum Reparieren, ne? Perfekt. Ich hätte das gedacht. SOD. Meine Güte, mach langsam! Du holst dir einen Leistenbruch! Jade Reporting und. Okay, los geht's. Oh Gott. Am besten wir fahren direkt zur Mamabu-Werkstatt. Oh, das wird jetzt schon so behindert. Oh Gott. Oh, hab ich's geschafft. Oh Mann, Mr. Hovercraft geht's gar nicht gut. Es muss halten, bis wir bei Mamabu sind. Wir haben, was wir brauchen. Ja, bis wir da sind, ich weiß ja echt nicht. Okay, man kann mit der Maus steuern. Das war mir jetzt ein bisschen komisch. Und na, super. Finito. Ende. Ah, verdammte Dreckskarre. Und die Werkstatt ist nur 300 Meter entfernt. Ist ein Hovercraft. Erste Mal Platte. Bei Mama Goose gibt's Ersatzteile satt. Ist die Hovercraft.
Erste Mal platt. Hey Mann, wo ist das Problem? Ich fahr vor und schlepp euch zur Mamago-Werkstatt. Mamago! Hey, es funktioniert. Ja, so ziehen sie die Kunden direkt ins Netz. Ich muss raus aus dieser Räucherkammer, Jade. Räucherkammer? Ja, hier riecht's auch schon irgendwie nach geräuchertem Speck. Wie fetzt die Musik? Ja. Ach, hör auf. Macht der denn? Achso, die reden ja gerade über ihre Familie, über die Familie. So, übrigens, danke nochmal, dass ihr uns den Abschleppwagen geschickt habt. Kein Problem, Jade. Man muss doch seinen Nachbarn helfen, wenn sie in Not sind. Ist ja auch einer dieser Meteore runtergekommen. Ach, ich mag gar nicht daran denken. Fast das ganze Lager ist in Rauch aufgefangen. Oh Gott, oh Gott. Kann ich ihn ein bisschen bei euch einkaufen? Klar kannst du, Jade, wie die nicht. Aber die vergessen, unsere Mama akzeptiert auch schließlich Perlen. Alles klar. So, Du. Hi Jay, zieh mal. Ein Doms-Meteor hat uns ein neues Oberlicht beschert. Guck mal, da oben. Hä? Yo Jade, wie läuft's Geschäft? Hat Jade Reporting genug Aufträge? Läuft, ne? Ist ja gar nicht aufgepasst, weil ich... Ach, scheiß drauf, ey. Mann. M-Disk einlegen, okay. Hey, Jay. Halt doch mal die Füße still. Du bringst dich noch um mit dieser Hektik. Hä, das ist was, um unsere Hovercraft aufzupeppen. Ein brandneuer Speedcraft-Motor. Für nur eine kleine Perle gehört er dir. Schweizer Offiziersdrohnen, die sind echt praktisch. Na dann. Verkauft. Und weg ist er. Isam, ein Speedcraft-Motor zu installieren. Ein Speedcraft-Motor. Kein Problem. Scan-Analyse, okay. Okay. Krasse Kacke. Boah. Zieht euch mal das Ding ein. Ey, warte mal. Schau mal leben, Junge. Was ist mit dir? Ja, lauf mal so rüber und mach mal Foto. Perfekt. Ich datiere es und leg. Es ist sehr weit auch richtig. Jo, Digga. Perfekt. Ich datiere es und lege es ab. Oh, wie viel Geld? Im Radio sagen sie, es würde einen neuen Angriff geben. Lasst euch nicht überraschen! Machen wir nicht. Und, ja, jetzt, Sie greifen die Boote an! Na, super. Mich doch schießen! Boah, da muss der Spam! Okay, lass ihn nicht aus den Augen.
Flieg doch nicht so behindert. Hey! Okay. Komm, komm, ich krieg dich schon. Komm. Ey, da fliegt nur der Kopf jetzt gerade rum, ja? Oh, fuck. Ey! Schon ein bisschen komisch, ne? So. Basis? Schlachthausrennen? Schwarze Insel. Fabrik. Stadt. Also in der Stadt geht gerade voll die Disco ab. Oder wir machen jetzt die Mission. Ups. Ey, warte mal. Mr. de Castellac. Ja, ja, ist ja gut, ne? Warte, ich mach schon. Ey! Ist mir durch! Sie betreten eine gefährliche Zone. Bitte verlassen Sie das Gebiet zu Ihrem eigenen Schutz. Nicht wirklich ein herzlicher Empfang. Die Rhinos haben sicher etwas, um mit ihm fertig zu werden. Jawohl. Aber jetzt kann ich da nicht hin. Ach ja, ist ja gut. Warte, dann gehen wir in die... Ach, scheiß da drauf. Ab in die Stadt hier. War das hier? Ja. Hey, Jay. Dick Party. Schwarze Insel gleich nochmal. Südliches Tor. Einfach geradeaus. Hey, da hinten brennt's. Die Meteore sind durch den Schild gebrochen. Wir müssen super vorsichtig sein, Jake. Die Angriffe werden immer intensiver. Warte mal. Oh, ich hab grad voll Bock auf dem Rennen, ne? Ist das der Weg zu den Hovercraft-Rennen? Jo. Wir können auch daran teilnehmen. Das machen wir jetzt auch. Es wird ein unglaubliches Rennen. Blut, Gewalt, Spaß für die ganze Familie. Blut, Gewalt, Spaß für die ganze Familie. Genau. Warte mal halt. Da lang. Die Alten, die Schwachen und die Wehleidigen haben noch 3 Sekunden, um zu ihrem Streckzeug zurückzukehren. Na gut. Oh Gott. Die zweite Runde für die kleine Anfängerin. Gut gemacht, Jay. Oh Gott, ich krieg halt irgendwie nicht hin mit dem Bremsen, ne? Oh, ich hab's geschafft. Geil. Die letzte Runde für die kleine Anfängerin. Die Musik, ey, oder ich glaub, ist unglaublich, was hier die Musik läuft. Und kackt jemand an. Hier wird nochmal Anfängerin dieser. Oh Mann, ey. Jade, dein erster Meistertitel. Ah, du hast die Staub klopfen lassen. Hey, Grünchen. Lol.
Ey, weil das gerade so cool war, ne? Ohne Witz. Ey, da muss noch einer. Die Alten, die Schwachen und die Wehleidigen haben noch 3 Sekunden, um zu ihrem Strickzeug zurückzukehren.